Eine wichtige Frage hätte ich dann noch an Sie. Das Momentum-Institut, sprich Ihr Institut, hat ausgerechnet, dass mindestens 7 Milliarden Euro an Wohlstandsverlusten alleine nur in Österreich dieses schleppende Impfen verursacht. Wo kann ich mich denn da hinwenden, beschweren? Wen kann ich da klagen? Ja, ich glaube, klagen können Sie niemanden. Sie können allenfalls Ihr Missfallen der Politik gegenüber ausdrücken, wenn Sie so wollen. Der Impfrückstand kommt ja daher, also der Impfrückstand im Vergleich jetzt zu Israel oder zu den USA, kommt ja daher, dass Europa insgesamt zwar sehr viel Impfstoff produziert und ja neben den USA der Top-Produzent an Impfstoff ist, aber dass die USA gesagt haben, wir exportieren im Wesentlichen unseren Impfstoff nicht, wir versorgen nur unseren eigenen Markt damit. Und Europa allerdings, beziehungsweise die Pharmafirmen, die in Europa tätig sind, gesagt haben, wir exportieren da auch in die ganze Welt diesen Impfstoff. Also Europa versorgt beispielsweise Kanada oder Mexiko, wo man erwarten würde, und auch Israel, mit Impfstoff, wo man erwarten würde, dass das enge Verbündete der USA sind, die aus den USA versorgt werden. Und dementsprechend ist dann bei uns, kommt dieser Impfrückstand zustande. Und da, glaube ich, hätten die europäischen Regierungschefs eigentlich schon sehr klar sagen müssen, okay, wenn alle anderen, Großbritannien, China, Russland und die USA solche Exportverbote setzen und wenn dort hier der Staat quasi die Impfstoffverteilung kontrolliert und wir in Europa die einzigen sind, wo wir das die Pharmafirmen machen lassen, ja dann wird natürlich die europäische Bevölkerung einen Impfrückstand aufbauen und später geimpft werden. Also insofern, ich sehe hier eigentlich die Schuld zum Teil eben bei den europäischen Regierungschefs, die in Form der EU hier nicht genug getan haben, um sicherzustellen, dass die europäische Bevölkerung zuerst geimpft wird, weil es bringt natürlich nichts, wenn jetzt ein 18-Jähriger in Großbritannien geimpft wird, aber bei uns noch nicht einmal ein 55-Jähriger mit Risiko geimpft wird.